Ein kleines bisschen Hoffnung. Der erste FC Köln mit Leidenschaft und Mentalität zurück im Abstiegskampf. Der zweite Sieg in Folge, nur noch 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und endlich einen Mittelstürmer. Matchwinner Simon Terodde, Hoffnungsträger einer ganzen Stadt. Hat sich aufgerieben in ganz vielen unangenehmen Zweikämpfen, hat Freistöße rausgeholt, hat Balleroberungen gehabt, tief in der gegnerischen Hälfte, Passwege zugelaufen und daran werde ich ihn messen und nicht unbedingt an den geschossenen Toren. Das sind alles nur nochmal Bonuspunkte, die dazukommen in seiner Bewertung. Aber Simon ist ein guter und wir haben uns schon mal etwas gedacht, ihn zu verpflichten. Sie ist also wieder da. Die Chance auf den Klassenerhalt zumindest bis zum nächsten Finalspiel in Hamburg. Da gehen wir genauso rein. Also genauso mit der Leidenschaft, mit der Mentalität, auch ein bisschen wild und wollen auch dieses Endspiel für uns entscheiden und wir sind da, wir glauben auch dran. Also warum, wenn man Gladbach schlägt und Wolfsburg schlägt, dann kann man auch den HSV schlagen. Rutenbeck und der erste FC Köln, man glaubt wieder an sich. Gewinnt der FC das Spiel beim HSV, trennen die beiden nur noch 3 Punkte. Köln hat es wieder, das kleine bisschen Hoffnung.